Kapitel 27. Da es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Wir bestiegen aber ein adramytisches Schiff, das die Küstenstädte der Landschaft Asien anlaufen sollte, und fuhren ab vom Lande, und mit uns war Aristarchus, ein Mazedonier von Thessalonich. Und des anderen Tages kamen wir an zu Sidon, und Julius hielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, darum, dass uns die Winde entgegen waren, und fuhren durch das offene Meer bei Silizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und daselbst fand der Hauptmann ein Schiff von Alexandrien, das nach Italien ging, und ließ uns darauf übersteigen. Da wir aber in vielen Tagen langsam fuhren und nur mit Mühe bis Cnidus kamen, denn der Wind wehrte uns, segelten wir im Schutz von Kreta hin bei Salmone und kamen kaum daran vorüber und gelangten an eine Stätte, die heißt Gutfurt, dabei war nahe die Stadt Laseia. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr die Schifffahrt gefährlich war, darum, dass auch die Fastenzeit schon vorüber war, vermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass die Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen ungelegen war zum Überwintern, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, weiterzufahren, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, welches ist ein Hafen auf Kreta, offen gegen Südwest und Nordwest. Da aber der Südwind wehte, meinten sie, sie könnten nun ihr Vorhaben ausführen und lichteten die Anker und fuhren ganz nahe an Kreta hin. Nicht lange danach erhob sich von der Insel her eine Windsbraut, die man nennt Nordost. Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind halten, gaben wir nach und trieben dahin. Wir fuhren aber hin unter dem Schutz einer kleinen Insel, die heißt Clauda, da konnten wir kaum das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, es möchte in die Syrte geraten, ließen sie die Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie des nächsten Tages Ladung ins Meer. Und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Sterne erschienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle Hoffnung auf Rettung dahin. Und da man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man sollte mir gehorcht haben und nicht von Kreta aufgebrochen sein und uns dieses Leides und Schadens überhoben haben. Doch nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene. Und er sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Wir müssen aber anfahren an eine Insel. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir im Adriameer fuhren, wähnten die Schiffsleute um die Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden 20 Klafter tief, und ein wenig davon senkten sie abermals und fanden 15 Klafter. Da fürchteten sie, wir würden an Klippen stoßen und warfen hinten vom Schiff 4 Anker und wünschten, dass es Tag würde. Da aber die Schiffsleute zu fliehen suchten aus dem Schiff und das Beiboot niederließen in das Meer und vorgaben, sie wollten die Anker vorn aus dem Schiffe lassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Kriegsknechten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Boot und ließen es fallen. Und da es anfing, hell zu werden, ermahnte sie Paulus alle, dass sie Speise nehmen, und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Speise geblieben seid und habt nichts zu euch genommen. Darum ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird euer keinem ein Haar vom Haupte fallen.
Und da das gesagt, nahm er ein Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Muts und nahmen auch Speise. Unser waren aber alle zusammen im Schiff 276 Seelen. Und nachdem sie satt geworden, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag ward, kannten sie das Land nicht, eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahinan wollten sie das Schiff treiben, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie dem Meer, banden zugleich die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und da sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen, und das Vorderschiff blieb fest stehen, unbeweglich, aber das Hinterschiff zerbrach von der Gewalt der Wellen. Die Kriegsknechte aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, auf dass nicht jemand fortschwimme und entfliehe. Aber der Hauptmann wollte Paulus erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer werfen und entrinnen an das Land, die anderen aber etliche auf Brettern, etliche auf den Trümmern des Schiffes. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen.